Moin Moin und hallo. Heute wollen wir mal eine neue Festplatte hier montieren in einer PlayStation 4 Pro. Diese Sache ist nämlich, dass wir sie hier jetzt upgraden können, durch eine größere ersetzen können, richtig. Es gibt aber nicht, wie bei der PlayStation 5, die Möglichkeit, sozusagen sie einfach additiv dazuzusetzen. Also hier bei einer PlayStation 4 ist es nur möglich, eine Festplatte zu ersetzen und dadurch eine höherwertige einzubauen, sprich mit mehr Speicher, mit schnelleren Zugriffsarten etc. Diese PlayStation 4 Pro ist mit nur einem Schraubendreher, könnt ihr dort loslegen. Das heißt, wir holen uns unser Schraubendreher-Set und bereiten alles vor. Wichtig ist, bevor wir das machen, sollten wir ein Backup der PlayStation anstreben. Denn dadurch, dass eine neue Festplatte verbaut wird, müsst ihr diese natürlich danach neu bespielen. Und dafür geht ihr auf die PlayStation-Seite und holt euch die Software, sprich im Prinzip das Betriebssystem dafür, welches ihr auf einen USB-Stick ladet. Und das könnt ihr dann, nachdem ihr die besagte Festplatte eingebaut habt, dann dahin überspielen. Und ihr müsst dann im Prinzip nur auswählen, dass das die neue Festplatte sein soll. Dann werden die Daten überspielt und dann wird es auch wieder laufen mit der neuen und schnell, hoffentlich schnelleren Festplatte danach. Wie gehen wir vor? Wir drehen die PlayStation erstmal auf den Rücken, so, dass die Füßchen nach oben schauen, wie ihr hier seht, und dass wir jetzt, ich gehe mal ein bisschen näher dran, dass wir jetzt den hinteren Part nach vorne gerichtet haben. Denn hier sehen wir jetzt, hier ist die Energiezufuhr, HDMI und AUX, dann haben wir hier Digital Out, dann haben wir USB LAN Adapter. Hier hinten ist die Festplatte. Dort ist die Festplatte verbaut und dort können wir sie jetzt auch wechseln. Und das geht relativ easy. Wir gehen hier mit dem Finger drunter, okay, und ziehen diese Platte zu uns hin. So. Fummel. Zack. So, da haben wir sie. So sieht diese Platte aus. Die ist an diesem großen Näschen festgemacht. Und drauf steht Dolby and the Dolby, also Disclaimer von Sony. Diese Plattenabdeckung behalten wir natürlich, denn die brauchen wir später wieder. So, jetzt suchen wir uns einen etwas größeren Schraubendreher mal raus. Ich fange mal an mit dem größten, das ist der PH1. Der passt ganz gut, ne, hier. Ich gucke mal, ob ein kleinerer vielleicht noch besser passt. Jetzt haben wir den PH0. Oh, der ist auch gut. Also ihr habt die Auswahl aus diversen Größen. Es ist nämlich so eine dicke, fette Kopfschraube, die wir hier lösen. So, die ist so designt, dass sie keine Unterlegscheibchen braucht, dass aber trotzdem ein großes Maß an Druck verteilt werden kann. Ein schönes Detail hier an der Schraube ist, dass hier Pizzastück, Pizzakarton, Pizza und keine Pizza-Zeichen, ne, das sind die offiziellen Namen der Zeichen von der PlayStation, darauf graviert worden sind. Schönes Detail haben wir hier am Start. So, und nun haben wir hier den Schacht, den wir jetzt entnehmen können. Das heißt, den Montageschacht können wir jetzt herausziehen. Nehmen wir uns zum Beispiel hier was zum Ziehen. Ne, zack. Jetzt holen wir sie raus. So, und hier seht ihr, ist eine ganz stinknormale Festplatte drin, wie sie auch in vielen Laptops verbaut worden sind, etc. Und diese können wir natürlich dann auch nachrüsten. Um das jetzt zu bewerkstelligen, müssen wir natürlich den Schlitten noch bearbeiten. Das heißt, wir kommen wieder an und werden nun an den Seiten die Schrauben lösen. Wir haben jetzt, mal gucken, ob es verlierbare sind. Ja, die gehen, können so raus. Nun schrauben wir an den Seiten uns die Festplatte ab
oder die Festplattenhalterungen ab. Die Festplattenhalterungen sind auch noch mit Gummis dort zur Dämpfungsvorbeugung gespickt. So. In so einer HDD, das ist jetzt eine klassische normale HDD, hier eine HGST, 1 Terabyte SATA 3 GB pro Sekunden Platte. Zum Vergleich, eine SSD zum Beispiel, die kann bedeutend mehr. Die kann zum Beispiel, was ist es, 7300 Megabyte pro Sekunde transportieren. Wobei so eine SSD alleine schon, weil hier drin ja ein Lesekopf ist, etc., das nicht packen kann. So, jetzt kommt die weg und wir holen eine neue Festplatte mit der gleichen Bauform, mit der gleichen Bauart wieder heran. Und wir wissen jetzt, die Platine wird nach oben gerichtet sein. So, die Schrift der Platte ist zur Platte hier gerichtet. Und die Anschlüsse, die SATA-Anschlüsse, sind natürlich hier hinten zu finden. Nun gehen wir hin und werden diese wieder einschrauben. Das heißt, dafür legen wir es jetzt um und halten das mit unseren Fingerchen mal ein bisschen in Position, dass wir hier auch gut dann die Schraube hineinbekommen und schrauben nun die Schräubchen wieder fest. Ganz wichtig ist, dass wir diese Vorgehensweise hier bei einer ausgesteckten Festplatte und bei einer ausgesteckten PlayStation vollziehen. Denn wenn sie eingesteckt wäre, sprich mit Strom versorgt wäre, dann ist das nicht so gesund, weil dann eventuell der Lesekopf noch unterwegs ist, während wir das am Rausschrauben sind. In den meisten Fällen passiert da auch nichts, okay, aber wir sollten zur Sicherheit die PlayStation ausstecken, nicht mehr am Stromnetz belassen. So, jetzt haben wir die neue Platte demzufolge hier verschraubt. Damit ist unsere Platte jetzt bereit, um zurück in die PlayStation zu kommen. Das ist hier jetzt der Rahmen. Diesen setzen wir hier an und schieben diesen wieder hinein. So rum. So, der Rahmen schaut nach außen. Das ist noch ein weiterer Schutz. Und jetzt können wir dieses System wieder reinschieben, bis es einrastet. Das macht so leicht Klack. Und dann haben wir die schon wieder in Position gebracht. Nun kommt unsere coole Schraube, die mit dem, ich erinnere nochmal, Pizzastück, Pizza, keine Pizza, Pizzakarton, gegraviert worden war, wieder hinein und wir verschrauben diese bedeutende Befestigungseinheit wieder. Damit ist nämlich wieder eine Verbindung zwischen der Platine, die in der PlayStation verbaut ist, und dem Speichermedium gewährleistet. Sobald gleich wieder dann der Netzstecker eingesteckt wird, der Fernseher mit HDMI verbunden wird, wird dann das Betriebssystem, was ja immer noch nicht auf der Festplatte ist, durch einen USB-Stick wieder darauf gesetzt werden. Das ladet ihr euch vorher runter und das wird dann überspielt und kann dann wieder benutzt werden. Dafür wird natürlich die Platte dann auch wieder formatiert. Also im Prinzip ist das so ein Setup, was man mit der Hilfe eines USB-Sticks und den richtigen Daten, die uns aber die PlayStation-Freunde zur Verfügung stellen. Auch diese Arbeiten hier werden nicht die Garantie erlischen lassen. Das heißt, Sony sagt, wir dürfen diese besagten Schritte gerne machen. Auch wenn hier irgendwo ein Siegel drauf gewesen wäre, hätten wir es brechen dürfen, ohne dass dadurch Regressanforderungen in der Garantie auf uns zugekommen wären. So, jetzt fummeln wir das wieder drauf und drücken es zurück in Position. Und jetzt ist unsere PlayStation wieder bestückt mit einem neuen Datenträger. Und der Datenträger kann natürlich bedeutend schneller sein als der vorige. So einfach ist das, eure HDD an eurer PlayStation 4 zu ersetzen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.